Ein Homestudio auf gerade mal 4 Quadratmeter, kann sowas überhaupt funktionieren? Ich habe es mir für euch angeschaut. Ich sitze ja hier in meinem Studio, was mich 250 Euro Miete im Monat kostet. Das ist eine Menge Geld und ich glaube, viele von euch haben weder den Platz noch das Geld für so ein Studio. Also was kann man auch mit einem 4 Quadratmeter Raum machen, den man vielleicht im Keller hat, wie der gute Emre? Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Let's go! Yo, Emre! Moin! Was geht? Zeig uns doch mal dein 4 Quadratmeter Studio. Hi! Ja, kommt mal rein, hier ist ein bisschen eng, aber wir kriegen das Ganze schon hin. Ja, schick hast du es hier. 4 Quadratmeter sind es. Wir haben schon mal vorhin hier gemessen mit dem guten KW Immobilien Zollstock. Ja, es sind tatsächlich 2 Meter mal 2 Meter, also genau dieser Zollstock. Wo man ja sagen muss, das ist eine relativ ungünstige Größe für so ein Studio, ne? Also quadratischer Raum und auch akustisch. Ja, dass der Raum so ungünstig ist, war mir vorher gar nicht so bewusst tatsächlich. Genau, ich habe dich ja da auch so ein bisschen beraten und habe dir gesagt, lass dir doch mal auf jeden Fall von Hofer eine Raumplanung machen. Und wie man hier sehen kann, es sind auch alles verschiedene Absorber von Hofer zum Einsatz gekommen. Und da gab es so eine Aktion, es kostet sonst irgendwas um die 100 Euro. Aktuell kostet es oder hat gekostet in Aktion 65 Euro oder so, glaube ich. Genau, und dann hast du die Planung bekommen. Wir können jetzt auch mal hier kurz die Werte einblenden. So wie die Raumakustik davor berechnet wurde von Hofer. Gemessen haben sie es natürlich nicht, aber man kann aufgrund der Raumeigenschaften sowas ganz gut berechnen. Und dann, wie es jetzt sein soll, danach berechnet. Also man sieht, man kann schon ordentlich was rausholen, auch aus dem kleinen Raum. Das Problem in kleinen Räumen ist tatsächlich immer das, man die Erstreflexion sehr, sehr früh hört, weil die Wände sind sehr nah. Ne? Der Schall, der kommt also hier aus den Boxen beispielsweise oder wenn ich jetzt hier eine Aufnahme mache, geht gegen diese Wand, reflektiert wieder zurück, geht in mein Mikro oder in meine Ohren und ich kann das gar nicht richtig beurteilen und das führt halt zu Phänomenen wie Flatter-Echos und so weiter und so fort. Aber ich stehe jetzt hier in diesem Raum und ich kann euch sagen, die Akustik hier ist auf jeden Fall super für so einen kleinen Raum. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so viel rausholen kann. Das Angebot von Hofer war wie hoch? Also was hätte die Akustik gekostet? Boah, ich glaube, das hätte knapp 1000 Euro gekostet. Ich war aber ein kleiner Sparfuchs und habe mir viele Komponenten bei eBay Kleinanzeigen besorgt. Beispielsweise die 4 Absorber hier. Breitbandabsorber, ja. Genau, und die beiden habe ich mir auch bei eBay gekauft, weil wenn Menschen das anbieten, dann brauchen sie es wahrscheinlich auch nicht mehr. Und bevor es irgendwie wegkommt, kann man es ja nutzen und da kriegt man die Sachen noch viel günstiger als bei Hofer. Darüber hinaus habe ich mir die Rahmen selber gebaut, habe genau, ich gesehen. Genau, die Rahmen habe ich selber gebaut. Da war ich bei Hornbach und habe mir die zuschneiden lassen. Und dann habe ich die innerhalb von einer halben Stunde zusammengeschraubt. Und hat mich vielleicht 20 Euro gekostet im Gesamten. Also die beiden Rahmen. Ja, kostet einer bei Hofer, ich glaube, um die 60 Euro. Die sind zwar optisch noch ein bisschen mehr geschliffen und so. Ich habe die selber mir gekauft, weil ich 2 linke Hände habe. Aber so wie es hier ist, auf jeden Fall ausreichend, ist auch schick. Und ich muss sagen, generell, so wie du es hier eingerichtet hast, obwohl es so ein kleiner Raum ist, wirkt es nicht mega klein. Und gerade wenn man hier am Arbeiten ist, ich glaube, man blendet es auch komplett rundherum aus. Gibt es einen Grund, warum du dich eigentlich für Hellabsorber entschieden hast? Oder war das eher so, weil... Nee, ich dachte mir, der Raum ist so klein und wenn ich jetzt Dunkelabsorber mache, dann wäre es vielleicht ein bisschen drückend auf die Stimmung. Und gute dann Entscheidung. Hatte ich mich für heller entschieden. Was hattest du jetzt bezahlt auf eBay Kleinanzeigen für die Sachen? Ich glaube insgesamt, also hier den Wandsegel und Deckensegel hatte ich doch tatsächlich bei Hofer dann gekauft und insgesamt habe ich über 50% gespart. An dem, okay, was ursprünglich... Also knapp 500 Euro für alles Akustik. Genau. Ja. Hat natürlich auch Vorteile, wenn man die Akustik in so einem kleinen Raum optimieren möchte, weil man natürlich weniger hat. Ne? Viele Leute denken sich immer, boah, ich mache jetzt einen Riesenraum, also eine Regie quasi und dann nochmal einen Aufnahmeraum. Aber die vergessen halt zu bedenken, so ihr braucht halt 2 Räume, die ihr optimiert. Und gerade so eine Regie, da versucht man halt ähnliche Nachhaltzeiten von ungefähr 0,3 Sekunden zu erreichen. Genauso wie in einem Aufnahmeraum. Deswegen ist es eigentlich geil, einen Raum für beides zu optimieren und das haben wir hier auch. Genau, wir haben jetzt schon geklärt, was du ungefähr bezahlt hast für die ganze Akustik hier drinnen. Die ist übrigens so aufgebaut, dazu kommt auch noch mal ein extra Video, wenn es schon online ist, ist es hier oben verlinkt, dass diese Absorber die Erstreflexionen von den Monitoren direkt auffangen, also direkt hier, deswegen an der Rückwand und an den Seitenwänden und auch darüber, ganz wichtig. Genau, aber erklär uns doch mal, was hast du hier noch alles so in deinem kleinen Homestudio? Du produzierst selber Beats und rappst auch. Genau, aber wenn Songs online sind, auch unten in der Beschreibung
und Spotify und so, ihr wisst Bescheid. Genau, dann zeig doch mal, was hast du hier alles? Ich habe schon gesehen, du hast hier eine Machine MK3. Ja, den Großteil meiner Beats mache ich auf Maschinen. Es macht mega Spaß, super Workflow. Das Coole an Maschine ist, es ist eine Kreuzberger Firma, also hier aus Berlin. Und die wird weltweit benutzt von Produzenten, von den ganz Großen in Amerika. Und ja, da dachte ich, ich unterstütze ihn lokal, Kreuzberg, und kaufe mir auch eine Maschine von Native Instruments und bin damit mega zufrieden. Macht auch sehr Spaß, damit Beats zu bauen. Okay, sehr cool. Dann habe ich gesehen, hast du noch die Yamaha HS5, sind es, glaube ich? Genau, die HS5. Die habe ich von meinem guten Freund Kasra geschenkt bekommen. Deswegen hier die Werbung nochmal. Vielen lieben Dank, Kasra. Genau, Monitorboxen ist auch ganz wichtig, wenn du abmischen willst und es am Ende auch gut klingen soll, dann brauchst du gute Boxen, weil das sind da tatsächlich dann deine Ohren sozusagen am Ende des Tages, die den Song dann fett machen. Da kann ich nochmal kurz einhaken, also kommt auch immer wieder häufiger die Frage, wie viel Zoll groß sollen denn die Monitore sein? Wir haben hier einen 4 Quadratmeter Raum und die Boxen sollten immer so an die Raumgröße angepasst werden. Und 5 Zoll sind mehr als ausreichend. Also ihr müsst euch nicht einfach 8 Zoll Boxen in so einen kleinen Raum stellen. Das ist absolut unnötig, das Geld könnt ihr euch wirklich sparen. 5 Zoll ist eine wirklich sehr, sehr gute Wahl. Dann hast du hier noch Interface. Was genau. Complete Audio 6 von auch Native Instruments. Auch von Native Instruments, genau. Ich bin damit auch super zufrieden. Gute Latenzzeit beim Aufnehmen. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört an dem Interface, ist die Monitoring-Funktion. Also sprich, wenn ich jetzt aufnehme und meine Stimme auf den Kopfhörern haben möchte, dann ist es relativ leise. Da kann man aber so ein bisschen tricksen, indem man den Beat vielleicht ein bisschen leiser dreht, dann das Gesamtvolumen aufdreht und das Monitoring dann auch auftritt, dann passt es schon so ein bisschen, aber da gibt es bessere Lösungen, aber nichtsdestotrotz bin ich damit zufrieden und könnte ich auch so weit empfehlen tatsächlich, ja. Okay, dann habe ich gesehen, läufst du hier auf Mac, Ende 2012 Mac Mini, also ein schon etwas älteres Modell, keine M-Prozessorenreihe, aber du sagst von der Leistung her, was du so erzählt hast, ist eigentlich vollkommen ausreichend, oder? Tatsächlich. Also wenn man sowas Günstiges sucht und noch keinen PC hat, aber ich gehe davon aus, die meisten haben einen, so einen älteren Mac Mini, die findet man schon auf eBay Kleinanzeigen für, weiß ich nicht, 200-300 Euro geht es da schon los und das reicht vollkommen aus, läuft mega stabil. Video zu Mac versus PC habe ich schon mal gemacht, ein etwas älteres ist auch nochmal hier oben verlinkt. Genau, dann habe ich gesehen, hast du einen Neumann TLM 102 und einen Ständer und Popschutz einfach von König Meier. Warum das TLM 102? Also ich hatte vorher das TLM 103 gehabt und muss sagen, dass ich mit dem TLM 103 gar nicht so ganz zufrieden war, obwohl es das bessere Mikrofon ist. Die Höhen beim 103er sind ein bisschen zu scharf und habe dann irgendwann mal bei einem Bekannten das 102 gehört und habe da mal reingerappt und es klang viel besser und habe mich dann entschieden, mir das günstigere Mikrofon zu holen, was tatsächlich dann auch für mich besser ist als das 103. Das 103er ist ein bisschen größer, aber kostet fast das Doppelte. Einzelne Preise zu den Produkten und Links, falls jemand sagt, ey, ich finde es cool, ich will mir es auch kaufen, unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Yes, Kopfhörer hier sind auch die DT 770 Pro, sind auf jeden Fall, ich würde sagen, die besten Kopfhörer preis-leistungstechnisch fürs Homestudio zum Aufnehmen. Ich glaube, kosten so um die 100 Euro. Super, kann man nichts falsch machen, wenn man sich die holt. Und genau, ja, was schätzt du so, was ist der Gesamtpreis deines kleinen Studios hier? Uff, ich würde sagen, ich bin hier ungefähr bei 1000 Euro. Und ja. Ohne PC, sagen wir mal. Oder mit? Doch, mit PC. Ich meine, du hast ja auch gesagt, dass okay. So ein Mac Mini auf eBay Kleinanzeigen kostet 250 Euro oder 300, wenn man lange guckt. Dann findet man auch günstigere Angebote und ich denke, ich wäre hier genau in der Preiskategorie. Ansonsten muss ich aber auch dazu sagen, es ist nur die Hardware, für die Software muss man auch nochmal ein bisschen was hinblättern. Aber ich würde sagen, da hat man doch aber ein Beispiel, dass man mit wirklich tatsächlich einem kleinen und knappen Budget sich doch ein gutes Studio einrichten kann und dass es auch nicht immer vorteilhaft ist, sich irgendwie ein Riesenstudio zu bauen. Wir haben hier alles, was wir brauchen, um hochwertige Aufnahmen zu machen und auch gute Mixings hinzubekommen. Und falls euch das Video gefallen hat und falls der eine oder andere sagt, hey, ich will auch mal mein Studio hier zeigen, dann Kontaktdaten unten in der Beschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen, falls wir diese Serie auch in Zukunft weitermachen können. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie ihr diese Serie findet. Oder falls ihr Fragen an den guten Emre habt, schreibt die auch gerne in die Kommentare. Dann werden wir die in dem Podcast oder in einem nächsten weiteren Video nochmal auffassen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Emre, hast du noch ein paar abschließende Worte für die Leute da draußen? Ja, also
weiß nicht, wenn ihr Musik machen wollt, dann macht es aus dem Herzen und nicht aus der Intention, erfolgreich damit zu sein. Und wenn es erfolgreich sein soll, dann wird es von alleine erfolgreich, ohne dass man da viel dafür kämpfen muss. Habt Spaß daran und macht es mit Liebe. Das sind meine abschließenden Worte. Das finde ich sind sehr gute abschließende Worte. Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Außer ihr müsst den Kanal noch abonnieren, falls ihr es nicht getan habt und das Video bis hierhin geguckt habt. Und schaut auch nochmal bei den anderen hier verlinkten Videos vorbei. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.